Voll die dramatische Musik, ey, nochmal, ey, dramatische Musik! Wie Alex hier einfach mal gemobbt wird, okay. Komm, wir reden mit ihm hier. Wow. Wir haben gar nicht mit ihm geredet, wir haben mit der heiligen Wahrsagerkugel geredet, die auch überhaupt nicht süchtig aussieht. Angenehm. Möchtest du diesen Kerl aus der Vergangenheit abfackeln, um ein Buch des Schreibens zu beschwören? Ja, schon, aber was hat das mit Wahrsagern zu tun? Nichts, aber ich fackel gerne Leute ab, ist doch lustig. Geil. Jo, da mach mal. Check the fire. Er ist einfach explodiert. Ich weiß nicht mal, wer es war. Ich habe nicht mit ihm geredet. Zu deiner Linken liegt jetzt das Buch. Ich wünsche euch viel Ruhe. Danke, Spirit. Höfliche Schwuchtel. Oh Mann, hör doch mal auf, du scheiß Spack, ey. Du verficktes Arsch, du und so, ey. Alle sind glücklich. Welches Buch denn das hier war? Wir werden aber jetzt mal gerade was machen, weil ich bin das Matze schuldig, dass wir... Oh fuck, ich hab's verkackt. Ich wollte eigentlich nochmal neu laden und mir gucken, was der Typ zu sagen hat und hab dann den Speicherstand überspielt. Ah, mein Gehirn ist manchmal echt auf Hochtouren. Naja, wie dem auch sei. Ich bin das Buch des Schreibers. Oh. Oh, Silva, erzähle mir von deinen Taten und ich lasse dich ruhen. Also dann, bla 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 bla. Geil, so, wir haben einen weiteren Safe-Spot. Das Buch des Schreibers ist nun mal ein heiliges Buch der Let's Play-Geschichte. Sehr schön. So, dann ab nach draußen, nachdem wir auch dieses heilige Haus hier hinter uns gebracht haben. Und dort haben wir ein wunderschönes Haus. Ich habe noch nie ein etwas so wunderschönes in meinem ganzen Leben gesehen. Ach ja, da musste ich doch gerade rein, da werde ich wahrscheinlich vergewaltigt. Was zur Hölle? Oh mein Gott, was ist das denn? Oh nein, Herr Dummriss! Ich hab Angst. Ah! Nein! Nein, ich kann mich nicht bewegen! Was ist die Hölle? Was ist die Hölle? I don't even kapier ich nicht. Werte Freunde, wir kämpfen jetzt gegen Herrn Dummriesel. Ich habe ihn euch schon mal erklärt. Wow, okay, die Musik fährt ordentlich rein. Ich hoffe, man versteht mich noch. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Herr Dummriesel war damals der Grund. Ich habe das doch schon mal erklärt, aber für alle, die es immer noch nicht wissen, war damals der Realschule. Wie nennt man das? Der Leiter einer Schule, ne? Der Leiter ihrer Realschule. Der damals irgendwie überall war und daher kommt die Anspielung zwischen Matze, der Insider zwischen Matze und Lukas, dass Herr Dummriese der geheime Ninja ist, der mit den Geräuschen geheim überall auftaucht und wieder verschwindet. Und Herr Dummriese hat uns jetzt gefunden und uns in seinem satanischen Haus zum Kampf geladen. Ich lach mir einen ab, wie viel Mühe er sich da einfach drin gesteckt hat. Ich liebe dich, Matze, das ist so super. So, wir müssen derbe gegen Herr Dummriese kämpfen. Du nimmst jetzt auf jeden Fall den WoW-Wind. Ja, und ja, nee, Moment. Ich will mit Alex natürlich was Stolzes machen. Und zwar wieder Halo, und ist natürlich super. Hingabe heilt sich, wütende Schläge, Flammenschweiß. Erzeugt mit seinem Fuß ein Schweiß, was? Ein schweifartiges Feuer. Echt cool, Alex. Los, Alex. Ja, Karl im Tor. Keine Schaden. Ich glaube, er denkt, das kann er nicht. Boah, wir machen derbe viel Schaden. Der Dummriese macht aber mindestens genauso viel Schaden. Ich bin so glücklich darüber. Dass wir eben uns nochmal geheilt haben, so wie neue Ausrüstung, aber sonst würde uns der geheime Herr Dummriese einfach umbringen. Weil Herr Dummriese echt heftig. Mein Dimensionsstuhl wird für immer existieren. Ihr könnt doch gar nichts tun. Ihr müsst euch mir verbeugen. Niemals zu grässliches Ungetüm. Das habe ich gehört, auch so schwul zu sein. Wer war das denn? Wer war das denn, Hendrik? Tja! Nein, Herr Dummriese, bitte verschone mich. Boah, er tötet einfach nur meinen Vater. Wie gut das einfach ist. Herr Dummriese ist einer meiner Lieblings-Insider, den ich von Matze gelernt habe, weil Herr Dummriese tatsächlich wirklich super witzig ist. So, er hat mal jemand anders angegriffen. Kriegt jetzt aber ein WoW-Moves ab, weil ich wechsle mal und variiere und werde jetzt voll gemeinsam. Aber Alex macht weiter seinen Flammenschweif, denn er haut einfach mal 300 Schaden rein. Boah, okay, die Attacke ist ziemlich nutzlos. Das waren nur 100 Schaden. Alex macht, haut viel derber rein.
Wie konnte das passieren? Der Dimensionsstuhl ist nicht mehr präsent. Ich glaube, der Dimensionsstuhl war die Art und Weise, wie Herr Dummrese sich teleportiert hat. Ruhe in Frieden, Wahnsinniger. Yes! Gut gemacht, ihr Arschlöcher. Ihr habt ihn getötet. Oh nein, war das eben Lukas? Dummrese eines Tages. Lukas und Matze. Irgendwann. Ja! Wir haben Herr Dummrese geschlagen. Mein Herz hüpft gerade in wahren Wallung, denn Herr Dummrese ist Vergangenheit. Alex der Stolze ist nun Sucht Level 8 und ich bin nicht aufgestiegen. War sehr krank, dieser Dämon kam wohl aus... Was? Ich kann heute nicht vorlesen. Sorry, der Bildschirm ist so weit weg. Dieser Dämon kam wohl echt aus den tiefsten Höllen. Lass uns weiterziehen, stolzer Alex. Matze, ich glaube, sie denken echt, sie hätten ihn besiegt. Das dachten wir auch, Lukas. Das dachten wir auch. Nein, Herr Dummrese. Wieso hat Herr Dummrese hier eigentlich so satanische Symbole einfach überall? Es macht mir echt Angst, dass er hier war in diesem geheimen Haus. Dieses Haus sah aber auch schon so aus, als hätte man ihm aus dem Weg gehen sollen. Schau uns doch mal ein bisschen hier um. Vielleicht hat er ja noch ein Geheimnis. Sorry, ich will ja einfach nicht mehr drin sein. Doch, du musst. Herr Dummrieses geheime Krypta ist bestimmt irgendwas Geiles versteckt. Ich weiß es. Er will einfach nicht mehr. Mein Vater will nicht mehr. Außer... Diese Säulen mit Totenköpfen haben schon Stil, muss ich sagen. So, da ist wieder der Schneemann übrigens. Aber bevor wir zum Schneemann gehen, werde ich mich gerade mal heilen, weil man ist ja nicht dumm. So, heiliges Schreiberbuch. Ist das nicht ein Ort des Friedens? Und gleich geht's direkt weiter. So, dann gehen wir doch einfach mal weiter. Und dieser Drachen, da macht mich jedes Mal fertig, wenn ich ihn sehe. Hier unten ist wahrscheinlich nichts mehr, ne? Außer hier dieser Krempel. Und deswegen werde ich natürlich erstmal mit dem Schneemann reden. Hallo, los, spiel mit mir. Dieser Schneemann, irgendwas stimmt da nicht. Erst im Busch, dann im sowieso auffälligen Schneemann. Was passiert hier? Ich denke, für all das hier gibt es eine logische Erklärung. Es muss so sein. Der Stolzungsfaktor, oh, oh. Wow, wow, Stolzing. Denkst wohl echt, du bist stolz, was? Das werden wir ja sehen. Oh nein, Lukas. Och nö, toll, Alex. Du siehst mal wieder, wohin uns dein dummer Stolz führt. Lukas ist wieder da. Ja, dann töten wir ihn wieder. Nee, das machst du mal schön alleine. Tschö. Du Arsch. Was? Was? Wie? Na? Lukas wird uns niemals allein lassen. Es ist Lukas im Anti-Stolzungsmodus und er ist auch echt ganz schön anti-stolz. Und Alex muss alleine kämpfen. Mein Vater hat sich verpisst. Jetzt ist Schluss. Jetzt sagt deine japanische Stolzung Ade und ich verpasse dir den Gnadenstoß. Oh yeah! Nö, sehe ich nicht ein. Ich bin nicht zu arrogant und zu dumm. Vercheck ich nicht. Was mache ich hier? Hendrik, es ist Hendrik! Der gute alte Mexikan-Tank ist auch da in Form eines stolzen Kriegers mit einer fetten Rüstung. Okay, Hendrik muss sich akkurat sprechen. Moment. So. Was ist das für ein Lärm da draußen? Kann ein Anhänger Odins nicht mal in Ruhe Welten erobern? Ich vollziehe euer Werk. Oh, Anhänger Odins! Die Ketzer der Japanisierung werden sterben. Weise Worte, Jünger. So vollziehe er das Werk der Anti-Japanisierung. Ich glaube an mich, ich werde heute nicht sterben. Tötet sie alle. Es ist Heil Hitler. So. Um das nochmal für euch natürlich offen zu legen. Der gute Mexican Dank und der Lukas bilden eine Allianz in unserer Konferenz, nämlich der Anti-Japanung, und hassen einfach jeden dieser komischen Japaner-Jugendlichen, die meinen, sie wären voll kawaii und lieben ihre blöden Animes und Zeug und gucken sich nur japanische tolle Serien an. Mit ihren ganzen Fujiwara-san und wie sie nicht alle heißen. Und ehrlich gesagt bin ich fast auch schon ein Anhänger dieser Bewegung. Scheiß Japaner. Was macht eigentlich dieser Nagi im Hintergrund? Sieht etwas krank aus. Naja, kämpfen wir mit Alex gegen Anti-Stolzungs-Lukas. Aber ich glaube nicht, dass wir diesen Kampf gewinnen können. Wütende Schläge! Ah, doch, wir können sogar gegen den Nagi kämpfen. Aber wir werden natürlich... Das ist das Hackmonster. Wir ignorieren das Hackmonster. Yeah! Wow, ganz schön viel Schaden. Alex... Du musst leider Lukas besiegen. Es ist für das Gute im Menschen. Warum läuft hier eigentlich Heinan Alien, ein typisches Matze-Theme, weil der ganze Kampf darauf aufbaut, dich leiden zu sehen? Alter, verpiss dich endlich, Mann. Nö, 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 nö. Quälen macht Spaß. Ah! Wow, er hat das Hackmonster einfach umgebracht. Macht ja auch der Spaß. Und einer quält, Alex. Was wollte ich sagen? Achso, ja, diesen Insider werde ich aber eben nicht erklären. Ich weigere mich, Alex und Matzes Gespräche weiterhin zu erklären. Alleine quält Alex immer nur mit 5 Schaden. Lukas, der Stolze, der Anti-Stolze, ist wirklich Anti-Stolz. Er hasst Alex auch derbe. Boah,
Oh, oh. Das war ganz schön viel Schaden auf einmal. Na? Boah, 117. Das ist schon nicht schlecht. Ah, er quält wieder. Solange er mich nur quält, kann ich einfach weiterkloppen. Irgendwann muss ich mich dann wieder heilen. Muss Alex seine Halo-Fähigkeit benutzen. LOL, du schaffst das ja echt. What the fuck? Denke ich mir auch gerade. Danke, Papa. Echt, habe ich gar nicht bemerkt. Oh, Halo. Nein. Okay, witzig. Ja, deshalb mache ich es ja. Stimmt wohl, das ist echt witzig. Eine geile Situation, ey. Wenn wir uns irgendwann mal alle treffen, ey, mit Alex und Lukas, wird der Clash der Giant. Und der anti-stolze Lukas wurde besiegt. Ich frage mich, wird Lukas nochmal wiederkommen? Ich bin mir fast sicher, dass er nochmal wiederkommen wird. So, derbe Sachen bekommen und Heilungsstufe 1 haben wir gefunden. Ich bin tot. Das kannst du mir ruhig glauben. Nein, das glaube ich nicht. Oh nein, Hendrik. Dafür sorge ich. Du hast versagt. Spüre Odins Zorn. Ah nein, ich habe versagt. Oh nein, Lukas rennt weg und wird vom Blitz gejagt. Ich bin tot. Ich renne rum. Das kannst du mir ruhig glauben. Okay. Hendrik, der Sohn Odins, ist verdammt pissig gerade und lässt nur noch Blitze überall rumspacken. Soll das so sein, Mats? Ich bin mir fast nicht sicher. Ist aber auf jeden Fall witzig. Also es sind ja turbulente Episoden, eine turbulente Aufnahmesession und ich bin froh, dass ich dieses Spiel wieder spiele. Boah, ey. Miese Krise, Freunde, miese Krise. Oh, es blitzt immer noch. Wir haben Hendrik verärgert, das kann ich nicht so akzeptieren. Shit, ey, Hendrik ärgern ist keine gute Idee, Freunde. Ah, Lukas. Lukas. Lukas wird immer noch derbe geblitzt von Hendrik. Sehr gut, Hendrik. So, mit der komischen Vogelscheuche, die irgendwie ein weißes Quadrat um sich hat, können wir nicht reden. Können wir die stolzen Säulen angucken? Nein. Dann sprechen wir mit ihm hier. Wer kannst du wohl sein? Hallo, ich liebe sie. Moin, moin, ziemlich kalt hier, was? Oh nein, mein Mikrofon, sorry. Schon fast wie ein Northwind eingekreist. Okay. Jo, ihr seid hier, um Fragen zu beantworten, denn nun so kann ich euch den Einlass gewähren. Die Steine, das sind unlogische Steine vor dem Höhleneingang. Jetzt habe ich es verstanden. Toll. Und wir müssen wieder Fragen beantworten. Okay, los geht's. Na, aber los. Frage 1. Wie viele Felder nimmt der Teppich in Magic Opis Laden ein? Ich sehe den Scheiß nicht. Ich denke schon, dass du das tun wirst. Spätestens jetzt. Heul doch, wenn du keinen Bock dazu hast. Aber verraten tue ich dir nicht. Der kann ja ziemlich böse werden. Piss dir nicht gleich schon wieder ins Hemd, nur weil jemand einen ernsteren Ton anschlägt. Werde mal erwachsen. Oh Mann, können wir bitte endlich aufhören, Alex zu nerven? Das macht mir keinen Spaß mehr. Es ist sehr repetitiv. Wie Lukas die ganze Zeit vom Blitzen abgeschlachtet wird, gefällt mir, muss ich sagen. So, na, das war gar nicht Magic Opis Laden. So, wir gehen jetzt mal Felder zählen, weil macht Spaß. So, 1, 2, 3, 1, na Moment, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so. Wie viele Felder insgesamt? Wir machen jetzt hier quadratische Rechnungen und so. 3 mal 6 sind wie viel? Exakt 18. So, also sind es 18. Boah, wetten, ich habe mich jetzt verrechnet und ganz YouTube hält mich für den dümmsten Idiot der Welt, weil ich keine einfache Mathematik kann. Ja, ja, komm, lass mich hier Fragen beantworten. So, 18. War es der Gang zurück wert? Fick dich, Matze. Fick dich. Trivia. Der Teppich bekam erst im Nachhinein den Zweck einer Rätselfrage, die da als Deko. Das habe ich mir schon fast gedacht, du Arsch. Frage 2. Woran merkt man, dass Matze Faulheit zeigen möchte im mittleren Haus, eh? Im mittleren Haus? Er beschreibt die zwei Blumen nicht. Stimmt. Er selbst hat sich viel Mühe bei den Details der Objekte gegeben und wollte gerne Moritz etwas zu lesen bieten. Das stimmt sogar tatsächlich. Aber bei den Blumen warst du zu faul. Das kann ich nicht akzeptieren. Frage 3. Was für einen Beruf hat der Kerl im unteren Haus? Im unteren Haus? Schuldirektor. Das ist Schuldirektor, Herr Dummreser. Wobei, er ist eigentlich auch Zeitreisender. Und Psychologe. Und vielleicht auch Webdesigner. Aber ich gehe für Schuldirektor. Ja, das ist offiziell die richtige Antwort. Offiziell. Schüler aus der RS Wilzer sollten jedoch Dinge gesehen haben, die andere beweisen. Wirklich gruselig. Stimmt wohl. Glückwunsch, ihr habt es geschafft. Kommt jederzeit wieder, um euch durch die Antworten zu klicken. Boah, okay. Das ist der Befeuer, hat die Steine weggehauen. So, wir werden jetzt gerade nochmal zum Abschluss dieser Aufnahmesession die anderen Dialogoptionen zeigen. Quasi die hier sind ja wahrscheinlich einfach alle falsch, deswegen werde ich das nicht machen. Sondern folgende, was Beruf, genau, da möchte ich einfach mal Zeitreisender probieren. Hütet euch vor, leider falsch, zumindest, offiziell zumindest, okay, gut. Gut, gut, ihr könnt mir einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die restlichen Vorschläge auch sehen möchtet. Wenn ja, dann mache ich das zum Anfang der nächsten Aufnahmesession. In diesen Worten, vielen Dank fürs Zuschauen.
Vielen Dank fürs Zustehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Es ist ein turbulentes Abenteuer und es wird nur noch besser. Mein Name ist Mr. Mör. Bis zum nächsten Mal. Wo ist Lukas? Wo ist Lukas? Wo ist Lukas? Oh, da! Niemand ärgert Mexican Dick.